Auf der zu den Flüssen Sitter und Thur abfallenden Seite des Bischofsbergs liegt das alte Städtchen Bischofszell. Alte Barockhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert prägen den Kern des Städtchens. Für die im Laufe der Zeit erhaltene und neu restaurierte Altstadt wurde Bischofszell am 27. Juni 1987 sogar der Henri-Louis-Wacker-Preis verliehen, die höchste heimatschützerische Auszeichnung der Schweiz. Bischofszell ist damit die einzige Thurgauer Gemeinde, die bisher zu solchen Ehren gekommen ist. Das soll allerdings nicht heißen, dass die Stadt nur aus Denkmälern besteht. In neuerer Zeit haben sich einige Industrieunternehmen angesiedelt, die dem Ort diesen Wohlstand wahrscheinlich erst recht ermöglicht haben. Neben einer Papierfabrik hat eine bekannte Konservenfabrik hier ihre Produktionshallen. Eine Rarität aber ist die alte Thurbrücke, eine der besterhaltenen spätmittelalterlichen Brücken der Schweiz. Aus dem Jahre 1487 soll sie stammen und feierte mit der Übergabe des Wackerpreises 1987 gerade ihr 500-jähriges Bestehen. Ihre wuchtigen Pfeiler ruhen auf Nagelfluhfelsen, weil diese nicht in einer Linie liegen, ist die Brücke ganz krumm geraten.